Natürlich hast du deine Menschen, mit denen man drüber sprechen kann, aber die sind nicht in deiner Situation. Sie wissen nicht, wie du dich fühlst. Ja, ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Egal, welche Entscheidung ich getroffen hätte, es war für mich einfach eine blöde Entscheidung. Hi, ich bin Lille, 22, komme aus Berlin und berichte heute über meinen Schwangerschaftsabbruch. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich mich nicht bereit gefühlt habe, ein Kind zu bekommen. Ich war 22 und es hat einfach nichts zusammengepasst in meinem Leben, weder meine Gesundheit noch mein finanzieller Stand. Deswegen war es für mich die beste Lösung. Ja, auf jeden Fall. Weil so ein bisschen Kopf gegen Herz gespielt hat. Also emotional gesehen hätte ich es nicht abgetrieben. Aber man muss es ja auch mal rational betrachten. Und ja, ich war einfach überhaupt gar nicht in der Lage, mit 22 Jahren ein Baby zu bekommen. Also ich habe meine engsten Bezugspersonen ausgewählt und ja, mir wurde auch, also ich bin zu meiner besten Freundin als erstes gegangen und sie hat mir auch geraten, dass ich erstmal in mich gehen sollte, für mich alleine eine Entscheidung treffen muss, sollte, wie auch immer, und ja, dann eben zu der Person, die es auch betroffen hat. Absolut gar nicht gut. Also ich habe jeden Tag daran gedacht, man hat ja auch irgendwo Zeitdruck, sich zu entscheiden, und ich wollte einfach diese Entscheidung überhaupt nicht fällen und ich wusste, dass es passieren muss. Ja, ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt, egal welche Entscheidung ich getroffen hätte. Es war für mich einfach eine blöde Entscheidung. Ich bin ein Mensch gewesen, der immer sehr früh Mutter werden wollte, und ich habe das mega geliebt, mir das so vorzustellen, schwanger zu sein, eine Familie zu haben. Ja, und diese Situation hat das irgendwie vollkommen kaputt gemacht, weil ich sehr Angst habe davor, einfach nochmal schwanger zu werden, ob geplant oder ungeplant. Es ist einfach, es wirft mich total zurück. Und auch wenn mich, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Klischee an, aber wenn mich ein fremdes Kind anlächelt, das tut schon irgendwo weh, weil du dich natürlich fragst, okay, was wäre, wenn? Also bei einer Abtreibung ist es allgemein so, dass du zu einer Beratung gehen musst, und dich beraten lassen musst, bevor du zum Arzt gehen darfst. Und ich wurde eigentlich sehr, sehr gut darüber aufgeklärt. Ich hätte gerne vorher gewusst, dass das kein schöner Prozess wird. Und ja, du hast ja quasi die Wahl zwischen einer medikamentösen Abtreibung und einer, ich glaube, man nennt es Ausschabung. Und meine Frauenärztin hat mir halt darüber, also hat mich darüber informiert, dass eine Ausschabung bei dieser Größe des Embryos wahrscheinlich etwas zu doll wäre, beziehungsweise es würde einfach die Gebärmutter unnötig verletzen. Deswegen habe ich eine medikamentöse Abtreibung machen müssen, was sehr, sehr unangenehm war. Schon. Also ich finde, Abtreibung wird immer, also erstmal wird es natürlich nicht gut angesehen in der Gesellschaft, und wenn, dann wird es halt als etwas gesehen, was mal schnell erledigt ist, was auf keinen Fall der Fall ist. Also es tut unglaublich weh, psychisch sowie physisch, und es ist nichts, was man mal, wie gesagt, schnell erledigt hat. Du gehst nicht zum Arzt und es ist weg. So, das ist echt ein langer Prozess, und ja, vor allem hast du irgendwie nicht so viel Hilfe wie erwartet. Natürlich hast du deine Menschen, mit denen man drüber sprechen kann, aber die sind nicht in deiner Situation, sie wissen nicht, wie du dich fühlst. Und vor allem, ich bin danach zum Beispiel in eine psychiatrische Klinik gegangen, und selbst dort konnte mir keiner zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe anbieten, weil es sowas einfach zu wenig gibt. Es gibt keine Möglichkeit, sich irgendwie austauschen zu können, beziehungsweise sehr, sehr wenig Möglichkeiten,
weil das immer noch irgendwie als Tabuthema gesehen wird in der Gesellschaft. Und ich glaube, deswegen gibt es auch so, so wenige Frauen, die darüber sprechen, weil sie einfach Angst haben, verurteilt zu werden, ob sie das Kind jetzt bekommen oder nicht. Weil wenn du es nicht bekommst, dann ist es ein, du warst schon mal schwanger. Und wenn du es bekommst, ja, bist du halt, oh, okay, du bist so früh Mutter geworden oder oh, okay, der Vater ist gar nicht da. Also es ist egal, wofür du dich entscheidest, gefühlt wirst du verurteilt. Eine körperliche Nachsorge gibt es bei der Ärztin und wenn da aber alles gut ist, dann ja, wirst du quasi entlassen. Und ja, normalerweise wäre es zum Beispiel, dass du 4 bis 6 Wochen danach noch bluten kannst. Bei mir waren es 2 Monate und ich bin damit zu meiner Ärztin gegangen und wurde nicht wirklich unterstützt, mir wurde nicht wirklich irgendwie weitergeholfen oder irgendwas anderes. Also musste ich mir irgendwie selbst helfen und ich habe versucht, mich auszutauschen und Selbsthilfegruppen zu suchen. Und ich habe mir viele Bücher durchgelesen und sehr viel über die Situation gesprochen mit meinen engsten Bezugspersonen, genau. Also reden hilft. Ich würde euch empfehlen, dass ihr euch wirklich eure engste Bezugsperson schnappt, mit der darüber spricht, wo ihr wisst, okay, die Person, die kann neutral auf die Situation blicken, die redet euch nicht irgendwas ein und vor allem geht in euch, das ist euer Körper, das ist eure Situation und ihr alleine entscheidet das, niemand anderes. Und egal, wofür ihr euch entscheidet, ihr bekommt das hin.